Hallo Pflanzenfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es um meine Birke gehen. Das Bäumchen habe ich jetzt seit circa 3 Jahren in meinem Besitz und ist Anfang dieses Jahr in eine Schale gewandert. Leider sind mir über den Sommer und meine Abwesenheit, wo ich in Island war, 1-2 Ästchen abgestorben. Ich vermute, dass das auch mit der, dass die Bewässerung in dem Fall an den heißen Tagen wohl nicht ausgereicht hat. Die Äste, die jetzt abgestorben sind, die zeige ich euch später. Tja, was machen wir heute mit dem Baum? Als erstes werden wir die noch verbliebenen Blätter entfernen und werden dann auch erstmal einen groben Rückschnitt machen. Danach wird sehr wahrscheinlich das meiste von dem Draht entfernt und dann werden wir schauen, ob wir ein oder zwei von den Ästchen, von den Neuaustrieben noch etwas erstellen. Ja, meine Idee zu dem Baum ist auf jeden Fall eine hängende Form, also sprich, ich möchte versuchen, den natürlichen Look von einer Birke, soweit es eben möglich ist, nachzuahmen. Das bedeutet aber auch, dass ich wahrscheinlich jedes Jahr neu drahten muss, um die Form zu erhalten, weil die Birke wird sonst natürlich immer wieder nach oben austreiben. Bevor der Baum jetzt noch einen Drehwurm bekommt, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem Rückschnitt und den Entfernen der verbliebenen Blätter. So Leute, ich habe das Bäumchen jetzt erstmal zurückgeschnitten, wie ihr sehen könnt. Und als nächstes geht jetzt erstmal der Draht runter. Da das aber wieder sehr, sehr, sehr lange dauern wird, mache ich das ohne euch. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich den Draht unten habe. Also bis gleich. Die Äste sind jetzt fast komplett runter. Da, wo sie jetzt noch dran sind, passen sie jetzt eigentlich ganz gut. Aber bevor wir jetzt anfangen, den Baum wieder so ziemlich komplett einzudrahten, kommt jetzt erstmal der etwas unschönere Part. Und zwar müssen wir uns von dem einen abgestorbenen Ast trennen. Und dazu hole ich das Bäumchen mal etwas näher. Und es geht genau um diesen Ast. Dieser ist leider komplett trocken. Also hier oben kommt zwar eine kleine Knospe raus. Das heißt also, ich werde mich jetzt langsam rantasten, bis ich wieder auf lebendes Holz komme. Und dann muss ich schauen, wie weit ich dann tatsächlich zurückschneide. Es ist schade, aber er bringt mir da so nichts mehr
Und irgendwie habe ich halt auch, wenn man sich den Baum so anschaut, das hier sieht halt auch nicht gut aus. Diese zwei fast parallel verlaufenden Äste, so nah zusammen. Also ich glaube, es ist gar nicht so schade, wenn wir den jetzt rausnehmen. Dann fangen wir mal an. Also das ist komplett trocken. Das ist immer noch trocken. Der ist komplett trocken. Also wäre ich ihn auch komplett abschneiden und dann auch entsprechend mit Wundverschlusspaste versorgen. Ich werde jetzt auch die Knospe wegnehmen, weil sonst habe ich da so einen Knubbel am Baum, also so eine Verdickung, was mir nicht besonders gut gefällt. Also werde ich ihn deutlich weiter zurücknehmen. Okay, dann mache ich jetzt mal Wundverschlusspaste drauf und dann geht's weiter mit dem Draht. So, als nächstes werde ich jetzt Draht anlegen. Und zwar geht es um die Enden. Geht es halt um solche Stellen, die sich jetzt natürlich wieder versuchen, halt nach oben zu drehen. Die werde ich jetzt halt mit dem Draht nach unten ziehen. Oder hier, also hier genauso. Auch hier drüben. Diese ganzen kleinen Äste. Genau, und dann halt auch noch oben in der Krone. Da werde ich das genauso machen. Und zwar werde ich halt auch versuchen, einen Ast etwas aufzurichten und der Rest soll eigentlich ab. Also eigentlich der Baum soll hier jetzt irgendwann Schluss sein. Und dann werde ich jetzt versuchen, auch schon von oben die Äste nach unten zu ziehen, so dass ich dann auch ein bisschen diese Lücken halt auch langsam füllen kann. Ja, auch das ist relativ langwierig und ich zeige euch dann danach wieder das Endergebnis. Okay, Leute, der ganze Baum ist jetzt wieder so weit eingedrahtet und ich habe auch die Äste jetzt schon so weit gestellt. Was habe ich jetzt genau gemacht? Das zeige ich euch am besten einfach mal etwas aus der Nähe.
Ja, wie vorher angesprochen, habe ich die ganzen Enden jetzt wieder in die Richtung nach unten gebracht. Und ganz nebenbei habe ich dann auch noch eins, zwei Fehler aus der Vergangenheit, die ich halt also früher gemacht habe, gleich mal etwas korrigiert. Und zwar bei dem Ast hier sieht man es ganz gut. Ja, normalerweise Birken wachsen nicht direkt, also wenn die Äste direkt aus dem Stamm rauskommen, wachsen die nicht sofort nach unten, sondern die wachsen erstmal nach oben und dann durch das Gewicht der Blätter und durch diese recht dünnen Äste fängt das dann an, nach unten zu hängen. So, das heißt also, ich habe jetzt diese Äste wieder etwas versucht nach oben zu bringen und dann mit dem Schwung quasi wieder nach unten. Bei dem Ast ist es genau gleich, habe ich auch. Der ging vorher gerade lang, also hier runter, was ja etwas unnatürlich ausgesehen hat. Und deswegen habe ich jetzt ihn auch etwas nach oben gebracht. Das gleiche war bei dem Ast hier. Auch diesen habe ich jetzt etwas wieder nach oben gestellt und auch hier. Das heißt, ich hab versucht, wieder einen etwas natürlicheren Look ja, zu erzeugen. So, dann habe ich noch einen Ast direkt über der Schnittstelle, wo wir jetzt den großen Ast weggenommen haben. Den habe ich auch etwas quasi in die Richtung gebracht, um halt damit dieser Raum etwas gefüllt ist. Den habe ich auch jetzt erstmal nicht nach unten, deutlich nach unten gebracht, sondern erstmal nur in eine Richtung vorgegeben, damit er jetzt erstmal weiter wachsen kann und auch noch ein bisschen stärker werden kann. Okay, Leute, das war's dann auch schon wieder für dieses Video. Ich denke, in den nächsten Wochen werden jetzt noch einige Videos mit diversen Herbstarbeiten kommen. Unter anderem auch noch eine Eiche, die ich auch schon mal in meinem Terrassenvideo gezeigt habe. Da wird es aller Voraussicht auch größere Fräsarbeiten geben. Und natürlich wird es auch wieder Zimmerpflanzen-Videos geben. Also für alle Zimmerpflanzen-Fans, euch habe ich nicht vergessen. Na dann, wie immer, wünsche ich euch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche und ich hoffe, wir sehen uns dann nächsten Sonntag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt doch einfach mal was in die Kommentare. Also macht's gut, euer Pflanzenfreund.